Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Part Alice mit dann das hier weiter sehr hören, wenn es nicht lecker würde. Okay, geht. Jo. Wir konnten bis jetzt immer noch nicht auf eure Fragen eingehen, falls ihr welche gestellt habt, da die erste Folgen und so noch nicht hoch sind, da wir das im Anschluss aufnehmen, also am Anschlusstag. Ja. Ich ja. Und wir sehen. Ich glaube, wir kriegen gerade mal einen Kornzang aus dem Acker. Zum Glück sehe ich hier schon mal Next Gen. Und ich glaube, das nächste wird eine neue Sämaschine. Jo. Ein Bäsche da, ich weiß sogar schon, glaube welche da. Weißt du, wo auch gleich Robot? Mhm. Und der hat uns Zeit sparen. Weil dann da ihm mit der hier den Akku sehr. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst einen Daumen hoch, nach oben da, abonnieren nicht vergessen und Glocke aktivieren. Jo. Ja, das wäre nett. Das wäre super. Nett. Super. Leider sind wir jetzt nicht so gesprächig, da wir keine richtigen Themen ja haben, wo wir ansprechen können oder sowas. Aber ja. Jo, ich hätte vielleicht sogar ein Thema. Ich sage es jetzt mal dir, Achim, was würdest du dir im LS19 wünschen? Das haben wir auch gerade irgendwie gedacht. Das geht mir. Leck. Was ich verbessern sollte oder. Also, was ich hoffen würde, oder was ich richtig geil finde, der ein paar Punkte. Erstens, nur haben wir Marken, Glas, John Deere, halt solche nur ein paar. Ja. Einfach ein paar Marken, wo fehlt. Und dann nur, dass der Helfer vielleicht irgendwie ein bisschen schlauer wird oder halt beim Umdrehen zum Beispiel mal, oder zum Beispiel jetzt, wenn der jetzt hier bei so einem Akku, da könntest du ihn fast nicht nehmen, wenn er nicht gerade ist. Und dass halt nicht alle Ecke so wie immer viereckig sind oder rechteckig oder so. Ja. Jo, das ist mit den Äckern und so, ist mir das gleiche und mit dem Helfer. Und ich fände es irgendwie noch cool, wenn irgendwie der Computer, also die ganzen Autos und die Leute, die rumlaufen, irgendwie was anderes machen, also nicht nur rumlaufen oder sowas. Und würde ein Wirtschaftssystem reinkommen, also dass man nicht nur erntet und so und mehr Früchte, Vielfalt, also. Zum Beispiel, dass man jetzt das Korn zum Bau, zum Bäckerei bringen kann oder so zum halt. Mühle. Und das kannst du dann zum Einkaufsladen bringen und das wäre schon geil. Und das Koi LS17 noch mehr das dabei ist. Geil, weil bisher war immer vom alten ja, LS OI Map dabei und das finde ich irgendwie scheiße. Ja, ich find's geil, wird eine europäische Map reinkommen. Ja. Weil es also ich weiß gar nicht, was gerade los ist. Das ist irgendwie ein wenig lecky. Weil es ist jetzt seit dem LS15. Ja, also davor sogar schon immer eine amerikanische Map, mindestens dabei, eigentlich immer zwei. Ja. Man sieht jetzt ja wieder an den ganzen Add-ons. Beispiel, wir haben wieder als Standards-Maps eine oder zwei amerikanische Maps gehabt. Ja. Und dann bei den ganzen Add-ons sind es auch die ganze Zeit amerikanische Maps und das finde ich irgendwie langsam langweilig. Ja. Weil einfach, ich habe jetzt nichts gegen die Maps, aber trotzdem irgendwie, es ist halt immer das gleiche irgendwie. Beispiel in Europa könnte man auch andere Früchte anbauen können oder sowas. Ja. Zum dann irgendwie sowas wie Erbs und so zum Beispiel, das wäre schon geil. Weiß gar nicht, ja. Du
Tomate. Und halt mehr Vielfalt auch von den Früchten, so also Trauben oder sowas, Weinstöcke, wo man dann ernten kann. Ja, und so Obstbäume oder sowas. Ja. Also das ist, Obstbäume ist, glaube ich, ein wenig schwierig. Nee, ich meine, da hatte man so einen Mod gesehen, das hat ja da auch geklappt, weißt du? Das stimmt. Ich glaube, immer so ein Mod. Ja. Und das ist, die müssen sich mal ein bisschen an die Mod-Entwicklern, beispielsweise auch mit den Äckern. Wie viele Mod-Entwickler machen so runde Ecke oder so halt? Ja. Und alles kriegst, also ich finde jetzt Scheiß und so nicht scheiße, aber irgendwie, die kriegen es halt nicht hin, einen runden Acker oder sowas zu machen. Ja. Okay, aber ein bisschen verständlich. Sie denkt mal, die jetzt das alles perfekt machen und so. Was soll sie dann im nächsten LS noch verbessern? Es gibt immer was, man verbessern kann, aber trotzdem, das ist jetzt halt schon viele, also mit den Äckern, das haben sie schon seit LS 11 und ja, so. Ja, das ist schon. Dass zum Beispiel Landschaft, Äcker, so wie hier da ist richtig hügelig, das finden die richtig geil. Ja. Weil die Äcker sind eigentlich fast immer ganz gerade. Ja. Soll ich den Drescher zum Hof fahren, oder? Mhm. Also nicht zum Kuhhof, sondern zum richtigen. Ja. Da können wir den einen halben Kipper ablehnen gehen. So ein halber Kipper oder halt den Zuhörer. Nein, den stellen wir einfach in den Hof. Okay. Wie kostet die? Hoffen wir genug Geld. Oh, wir sollten ein bisschen Geld brauchen. Da haben wir die eine Sämaschine da kaufen können. Kannst, wenn du willst, oder mal gucken, wie weit du bist, dass man Korn wegbringt, dass man ein bisschen Geld kriegt. Oder eigentlich, wenn wir jetzt die Sämaschine mit Kupfer kaufen, kann man ja den Kupfer verkaufen. Ja. Und Sämaschine, ja, aber ich glaube, das wird nicht reicher. Wir haben 34.000. Und wie viel wollen wir? 52. Weiß ich. Gucken wir mal noch, was beste, wo man halt mal schon Geld kriegt. Mhm. Und ich fände es auch ein bisschen geiler, wenn sie die Grafik ein bisschen höher machen. Ja, also klar, ein bisschen realistischer. Ja. Yeah. Oder auch die Geräuschen her, die Sounds. Ja. Vor allem Tupa. Ja. Oder allgemein eigentlich fast, finde ich. Das sollten sie schon ein bisschen von den Sounds, auch von der Umgebung, weißt du, so, dass man vielleicht Bäume rascheln hört oder sowas. Ja. Oder dass man das zumindest ein- und ausschalten können. Ja klar, das kann man ja gerne machen, weil manche stört es ja wahrscheinlich, aber trotzdem. Ja, oder das wird bestimmt auch, da braucht der Computer noch bestimmt auch ein bisschen mehr Leistung. Wie viel Geld haben wir? 34.000. Wir brauchen 52, ja. Mhm. Okay. Aber ich... Du kannst ja die Gruppe zum Shop nachstellen. Jo, danke. Wie weit sind wir mit der Zeit? Ja, ist gleich, ich glaube, rum. Okay, dann ich fahr mal auch zum Shop, zum Sämaschine zum Verkaufen. Oh, haben wir einen Bulldog am Hof? Ja, glaube ich da. Ah, kannst stehen mit den Wägen, ja, nee. Auffahrer schon. Okay.
Es wäre eigentlich wirklich geil, weil ich finde, auch so, bei manchen Maps ist so, dass zum Beispiel ein Basketballplatz oder so da ja ist und so. Und das da dann einfach. So welche spielen oder so. Ja, wollte gerade sagen, dass halt so Kinder oder so noch. Ja, das Kinder halt da dann Spieler daten oder so oder halt auch mal auf die Straße springen oder so oder halt auf der Straße mal spielen oder so und dass du dann halt langsam drum musst und dass sie dann halt auch wirklich weggegangen. Und ich fände es auch geil, würden die Leute einfach manchmal stehen bleiben und miteinander reden und nicht einfach so rumlaufen wie so Zombies oder sowas. Ja. Achso, bringst du die Gruppe oder so in Holla? Ja, ich bring schon. Das kennst du gar Räuche, Zähmaschine hat 7000 Gear. Gruppe gibt's so, wenn du so verkaufst aus 7000. Mal verkauf ich mal das hier, das können wir verkaufen. Ja, jetzt soll ich sagen, hier, bitte. Das müsste so, die ganze Tore erstmal auf und zu machen. Ja. Bist du. Wir sind jetzt gerade ein bisschen über 10 Minuten, aber ich will jetzt warten, bis wir noch den Gruppe verkauft haben, sonst. Kann man bei dem Mitfahrer? Ich weiß nicht. Ja. Stimmt, das wäre auch noch irgendwie geil, wenn sie bei LS17 so Multiplayer, so Mitfahrersclub rein und sowas. Oder oder zum Beispiel schon nur da weiß ich, dass man halt einfach so, dass bei dem Mod sicher zum Beispiel, dass das Fenster aufmachen kann, Türen und so, dass sie das einbringen, weil das ist ja eigentlich jetzt so viel schwieriger zum Einfügen oder so. Ja, wenn die Modder selbst hinbekommen, die man meistens, okay, manche als Hobby und die sitzen da, weiß Gott, wie lange dran. Aber ich will denen keine Vorwürfe machen, die müssen so viel machen eigentlich auch. Ja, die haben jetzt, die haben 2 Jahre Zeit, muss ich halt auch denken. Ja, klar. 8000 gibt es, kein Reicher. Nein! Ah, wird knapp. Nein, 50.000. Und das kostet 52. Wieder mal Banknummer aufrufen. Das ist im Escape Menu, glaub. Wirklich? Ich benutze die Bank. Ja, im Escape Menu. Ah ja, da muss ein bisschen was leer. Hä? Hm? Minus 15.000 sonstigstes. Hab ich jetzt drauf. Oh, ich hab Zurückzahler gemacht. Oh, das reicht. Ja, dann kaufen wir schnell und dann wäre die Folge auch vorbei. Zack. 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 Das ist der gute Stück. Schon ein bisschen größer. Und ja, damit sei mal das war's von dieser Folge. Bleib schon da. Und ciao. Ciao.